Also normalerweise kommt ja der Weihnachtsmann durch den Kamin. Das war bei uns aber aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich. Die Geschenke, die passen aber durch. Oh. War das wieder der Weihnachtsmann? Der da war das ein Geschenk aus dem Kamin, da ist eine Botschaft drin. Oh, da ist ein Geschenk aus dem Kamin gefallen. Ist für Caro und mich. Oh nein. Ich will eigentlich jetzt gar kein Geschenk, weil ich war irgendwie in einer vulnerablen Situation. Ich war gerade nicht cool. Das ist jetzt für uns, ne? Nicht, dass wir das schon haben. Bestimmt nicht. Teddy, es ist ein Unschlag. Nicht un. Super einfallsreich, Leute. Es ist sowas. Oh, Cocktail. Mach doch mal den Umschlag auf. So, hier ist eine Aufgabe drin. Okay. Liebe Caroline, lieber Teddy, dies sind zwei Cocktails, aber nicht für euch. Geht damit bitte zur Bühne, wo sich jetzt der Vorhang öffnet. Dort liegt eine weitere Karte, die ihr uns vorlesen werdet. Ein Schnitzeljagd. Oh. Oh no. Sensationell. Ich kann das Geschenk nicht annehmen. Da dachte ich, jetzt ist vorbei. Jetzt sind wir sind gleich einfach raus. Die haben kleine Hüte an. Oh Gott. Gut, das ist eine Tatsache, die ist jetzt einfach da. Ja. Diese beiden Hamster befinden sich auf einem Speed-Dating. Sie haben nur eine Sanduhr lang Zeit, sich näher kennenzulernen. Und ihr werdet sie jetzt mit Hilfe der Mikrofone synchronisieren. Ihr wisst ja, Hamster und Icke, beste Freunde. Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Gut, ich hab von dir geträumt. Wirklich? Ja. Du kennst mich doch gar nicht. Ich hab dich gestalkt. Das ist illegal. Ja, und? Die Kombi der Gefährlichkeiten war gar nicht zu toppen. Teddy gegenüber sitzen, Mikros mit komischen Geräuschen, zwei Hamster, die... Das war schrecklich. Also, es ist illegal und deswegen finde ich es irgendwie süß. Und was sind deine Hobbys? Kiffen. Und Tennis. Schläger zusammenbauen. Oh. Cool. Fahrräder abschrauben. Ich habe die ganze Zeit den Teppich angeguckt. Weil ich dachte, Teddy, Teppich, selbe. Abschrauben oder anschrauben? Ab und an was wegschrauben. Das waren die beiden, ey. Wie Schnaps und Uso. Also, wo man wirklich die sich so hochgepeitscht haben, wo ich dachte, es reicht doch jetzt mal. Was ist denn deine Hobby in deinem Leben? Ich lese gerne über Tennisschläger. Ich gehe gerne ins Kino. Okay. Oh Gott, das ist so schlimm. Komm dann noch mal. Ich habe die Kollegen und Kolleginnen vergessen. Ich war nicht so, ich war so. Wow. Tja. Du bist mir sehr sympathisch. Halt Abstand von ich mir. Ich finde dich attraktiv. Ich hab schon die Polizei. Ich mag Handschellen. Ich mag manchmal. Was macht sie? Bungee-Jumping. Ist deine Batterie leer? Nein. Oh, was passiert da gerade? Haben wir gerade schon eine Art mentalen... Verkehr? Ich glaube, ja. Gut. Bravo. Vorn zu, Marco, vorn zu. Oh Gott. Wie haben wir das überlebt? Wie haben wir das überlebt? Hoffentlich haben wir es überlebt. Ich bin mir nicht ganz sicher, haben wir es überlebt? Haben wir es überlebt? Es hätte jetzt schon irgendwie gedödelt. Dem zuckt doch der Finger. Ja, es war knapp. Es war sehr, sehr knapp.